Ja, hier ist wieder der Pum mit seinem neuen Let's Play-Projekt. Einige werden es vielleicht schon in dem Hauptmenü erkennen, welches im Hintergrund doch recht markant zu sehen ist. Wir spielen nämlich das Spiel Driver 3. Und zwar natürlich wieder ganz normal den Undercover-Modus. Ich glaube, hier kann man auch nicht wirklich was einstellen. Nein, nicht wirklich. Ja, Einstellungen, das Spiel. Ja, es ist soweit auch ganz okay. Ja. Nein, wir wollen nicht zurück. Wir wollen einfach nur den Undercover-Modus starten. Wie man sieht, habe ich hier noch nichts angefangen dergleichen. Von daher sage ich einfach mal, starten wir ein neues Spiel und schauen mal, was uns denn so erwartet. Odası iki. Karnından kurşun yarası. Muhtemelen dalak parçalanmış. Bana 4 ünite 0 negatif bulun. Kanama var. Şiddetli abdominal travma. Hemen hortumu takın. Tansiyon 50. Hızla düşüyor. Nabız atmıyor. Hemen elektroşok cihazını verin. Hadi. Herkes açılsın. Çekilin.
Ja, das war das doch recht interessante Intro. Okay. Ja, da sind wir nun auch in Driver 3. Wir spielen die PC-Version, welche, ja, sagen wir mal, doch recht interessant ist. Auf jeden Fall grafisch doch noch am besten ist. Aber was ich sagen wollte, ja, Driver, ein Spiel von 2005 mit durchwachsenen Kritiken als Nachfolger von Driver 2 und halt eben den ersten originalen Teil gefeiert, gehypt, war es dann doch eher, ja, leider ein durchwachsener Teil, zumindest von den Kritiken her. Ich selber habe ihn noch nicht gespielt. Weiß also gar nicht, was mich im Undercover-Modus erwartet. Aber wir haben hier halt eine doch recht große Stadt, wie man hier sieht, nämlich Miami. Hatten wir ja auch schon im ersten Teil, aber diesmal doch ein bisschen besser, nicht ganz so rechtwinkelig und auf jeden Fall um einiges größer und interessanter und actionreicher und mit mehr Spannung geladen. Alles in allem doch ja, ein recht ansehnlicher Teil. Hier kann man jetzt auch frei um sein Auto rumschwenken, wenn man denn möchte. Aber ich denke mal, zu den ganzen Neuerungen werde ich später noch kommen. Da fahre ich natürlich erstmal hier meinen Wagen kaputt. Nun ja, wir haben ja die erste Mission gestartet und wie man hier Driver kennt, mit hübschem Pfeil, wo wir denn hin müssen. Hoppala. Guck mal ein bisschen nach unten. So. Da gehen wir mal rein und sprechen mit dem netten Polizisten. Der Schießplatz gehört Ihnen, Sir. Nämlich, was noch neu ist in Driver 3. Was haben wir denn hier Schönes? Es gibt Waffen. Ne, auf die nicht. Jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Weil das alles ist halt doch gar nicht so leicht. Da ist nix, okay. Und diese komische Steuerung ist halt echt seltsam. Da hinten sehe ich schon einen. So, aber das klappt doch relativ gut. Und du, Mist. Ja, doch, der zählt noch. Hoffe ich doch mal. Ist denn jetzt einer rausgekommen? Ah, komm. So, den machen wir auch kaputt. Du nicht? Okay. Und du und du. Hier kann man wirklich besser nach rechts und links laufen. Das ist einfacher. Und mal schnell nachladen. Den nicht. Da hat sich nichts hinter versteckt. Das ist schon mal ganz angenehm. Da und da. Nee, das ist nämlich die erste große Neuerung. Es gibt Waffen. Oh, du nicht. Du auch nicht. Du aber. So und du auch nicht. Dann schauen wir doch mal, wie haben wir denn abgeschnitten? Gesamtzeit 1:19, Verbrecher getroffen. Hey, so schnell konnte ich nicht lesen. Gut, das war auf jeden Fall schon die erste Mission. Und da würde ich doch mal direkt sagen, starten wir die nächste. Wo auch mal ein bisschen mehr Action passiert als nur der Dann Schießstand. fing's an. Reine Routine eigentlich. Wir bekamen einen Tipp über South Beach Backers. Einen großen Fisch. Wir schlugen zu. Gut, dann würde ich doch mal glatt sagen, schnappen wir uns hier den Polizeiwagen, machen die Sirene an und verfolgen unseren Kollegen, damit wir dem aushelfen. Ah, mein Gott, er hat aber schon einen Vorsprung. Jetzt werden wir das erste Mal sehen, wie es denn jetzt hier mit der Fahrphysik so ist. Ich habe nämlich auch nicht mal in der freien Fahrt wirklich großartig hier was vorgetestet.
Ich habe einfach nur die Steuerung ein bisschen an einen Controller angepasst. Weil mit Controller lässt sich Driver 3 doch besser spielen, als man denkt. Da merkt man, dass es halt ein Konsolenport ist und leider nicht für den PC 100% optimiert. Was ein bisschen schade ist, aber dennoch ist es wahrscheinlich ein sehr gutes Spiel. Ich persönlich habe es damals auf der PlayStation 2 gespielt und fand es damals grafisch richtig wow. Weil man kannte nur GTA 3. Ich glaube, Vice City war da noch nicht draußen, bin ich mir aber gerade nicht sicher. Ich glaube 2004 oder 2005. Ich glaube 2005 ist es für den PC rausgekommen. Uiuiui. Und 2004 für die PlayStation oder beziehungsweise für alle Konsolen. Jetzt muss ich hier lang, okay. Ja, da war die Grafik dann doch schon wow. Wenn man dann nämlich nur GTA kannte, was ja doch eher so einen comicartigen Look hatte, sah das hier doch schon echt realistisch aus. Wo will der mich denn hier hinleiten? Mein Gott, ist ja schlimm. Der soll mich nur zu dem Tatort führen. Mehr nicht. Aber okay. So, fahren wir dem weiterhin mal hinterher. Was ich damals schon richtig toll fand, war halt, wie gesagt, die Grafik. Dass es jetzt Tageszeiten gab und die detaillierteren Städte. Die Städte in Driver 1 und 2 waren zwar auch schon sehr schön, beziehungsweise war schön, überhaupt irgendwie da durch die Gegend fahren zu können und im zweiten Teil sogar doch laufen zu können. Aber dass man hier halt so ewig viel Strecke hat und überhaupt so extrem viel Freilauf wie in GTA. Ja, ich vergleiche es schon wieder viel zu häufig mit GTA. Und dabei ist Driver kein GTA-Klon, sondern es war ja eher da, oder beziehungsweise es war eher in 3D vorhanden. Okay, Mission erledigt. Ich würde sagen, wir speichern das Profil. Natürlich wollen wir das überschreiben. Und gehen auch schon weiter zur nächsten Mission. Natürlich sind wir uns da sicher. Somit kann ich nämlich immer wieder zurück, wenn ich etwas mal nicht geschafft habe. Uiuiui. Hält er da jetzt etwa die Frau als Geisel? Oder wie soll man das jetzt... Buckus hat eine Geisel genommen. Ja, ich okay. Ich warte also auf Unterstützung und halte Tanner davon ab, reinzugehen und Buckus eigenhändig rauszuholen, als die Lage sich zuspitzt. Auf jeden Fall sehr schön, dass hier schon mal die alten Sprecher, die Originalsprecher von Driver 2 genommen wurden. Uiuiui. Da wird auch schon geschossen. Wir sollen einen Seiteneingang benutzen. Natürlich machen wir das mal. Und schauen wir mal, wo wir denn da hinkommen. Ja, man sollte dann... Uiuiui. Da schießen wir dann schon mal ein bisschen. Okay. Oh, den machen wir dann auch kaputt. Ey, jetzt muss ich ja bestimmt noch so ewig weit laufen, oder? Nein, doch nicht. Okay, das ist ja schon mal ganz angenehm, dass wir da jetzt nicht in
Jo, Hollywood-mäßig erstmal hier schön. So, jetzt muss ich mal gucken. Müssen wir den jetzt verfolgen oder müssen wir den kaputt machen? Ich hoffe mal, dass wir ihn nur verfolgen müssen, weil... Uiuiui, jetzt schon eine Mach-mich-kaputt-Mission ist dann doch ein bisschen gewagt. Uiuiui. Aber mit der Handbremse passt das schon. Können wir auch ein bisschen hupen hier. Können wir den rammen? Wahrscheinlich können wir den. Oh, du fährst mir aber zu gefährlich. Das ist nämlich so ein bisschen problematisch hier bei dem Spiel, dass man keine Laternen kaputt machen kann. Na gut, ich glaube, das ist auch realistischer, oder? Ich glaube nämlich nicht, dass man auch in echt so eine ganze Laterne einfach mal umnieten kann. Gut, und jetzt verfolgen wir den. Können wir irgendwie hier schießen? Ne, nicht wirklich, ne? Okay, da einmal da lang. Ui. Das hätte auch schief gehen können. Wenn dann da mal so ordentlich hier die... das Heck ausbricht und man schön gegen einen so einen Laternenpfahl knallt, ist das bestimmt gar nicht so angenehm. Und die Fahrphysik wird es auch nicht toll finden. Nun denn. Schauen wir mal weiter, wo wir denn jetzt hier hingeleitet werden, wenn wir den Kerl hier weiter verfolgen. Wir sind ja immer noch relativ nah dran. Oha. Direkt eine riesige Flamme hier aus dem Wagen rausgekommen. Oh, und da kommen wir auch schon. Dann würde ich mal sagen, stellen wir den Verbrecher doch, ne? Backers. Fahrer für South Beach, der berüchtigsten Gang von Miami. Er gilt als größenwahnsinnig und gewalttätig. Ein echter Psychopath eben. Das heißt, dass die Jungs von South Beach einen vor acht verloren haben. Und jeder Killer in Miami, die auf den Fersen ist. Drei Stunden später bist du mitten auf der Collins Avenue mit Dicos Gang unterwegs. Du hast einen Deal, Bacchus, aber du bringst ihn in vor acht nicht zurück. Ich mach's. Die werden Verdacht schöpfen und mich jagen. Nein, mit einem neuen Look bekommst du eine neue Identität. Der Wagen ist im Gold Coast Hotel. Ich muss ihn zu Nastros Lagerhaus bringen. Sie warten auf mich. Mann, Jones. Wir versuchen doch nicht, das menschliche Genom zu entschlüsseln. Ganz einfach. Ich hole den Wagen von Tico und bringe ihn zu South Beach. Die werden sich anbeißen. Tja, sie haben keinen Fahrer mehr. Du hast ihn abgeknallt. Wie oft musst du noch Cowboy spielen? Wir hatten ja überall Agenten rumlaufen, die Backes sprechen wollten. Hey, Ticos Bande ist ja noch okay, aber South Beach und Kalita, das ist was anderes. Weißt du noch, die Mexikaner, die Schulden bei ihr hatten, ihre Jungs kidnappten und stündlich einen erschießen wollten, bis sie die Schulden vergisst? Ich erinnere mich. Stunde 1, bumm. Sie erschießen den ersten. Stunde 2. Und nochmal bumm. Nein, nein, nein. Kalita hat ihre eigenen Leute geopfert. Sie hat den Sprengstoff selbst platziert. Sie hatte ihnen gesagt, dass sie noch 4 Minuten hätten, um rauszukommen. Lomas hat's als einziger geschafft. Der Rest ist draufgegangen. Deshalb sind die Jungs von South Beach jetzt auch so nervös. Sie wissen, dass Kalita zu allem fähig ist. Wieso sollte sie dann dich anheuern? Hast du einen besseren Vorschlag? Nein. Tja. Das klingt doch so, als hätten wir einen neuen Job. Und ja, wie es jetzt weitergeht, das werdet ihr dann im nächsten Part sehen, weil dieser ist auch schon wieder vorüber. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Spiel und werdet auch weiterhin meine Let's Plays schauen. Von daher sage ich mal, bis später, der Pump.